Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Final Fantasy 16. Dann wollen wir mal, das hatten wir ja erledigt beim letzten Mal. Dann hatten wir, glaube ich, auch keine weiteren Nebenquests offen, ne? So wie ich das... Nö? Nee? Doch, genau. Hatten wir nicht. Okay, ja, hier hätte ich das auch nochmal sehen können. Genau, das ist das, was wir erledigt haben, ne? Genau, abgeschlossene Hauptaufträge und Aufträge. Genau. Wieso haben wir nie etwas von diesen Hütern der Flamme gehört? Ja, du hast nie danach gesucht. Von uns gehört haben. Ja. Okay, dann gehen wir mal zu ihr. Wieder hier, Lord Rosfield. Es rührt mich, dass du meine Gesellschaft so schätzt. Tja, wir brauchen Hilfe. Im Moment brauche ich eher deinen Rat als deine Gesellschaft. Oh, charmant wie immer. Ja. Was gibt es denn heute? Die Eisernen. Erzähl mir bitte von ihnen. Dann segelt ihr also bald nach Drachenhauch, nehme ich an. Ja, gut geraten. Zum Mutterkristall inmitten der siedenden See. Ja. Es gab eine Zeit, in der ein jeder Rosarier für einen Besuch nur den Wellen trotzen musste. Aber die Eisernen hatten andere Pläne. Ah ja, erzähl. Wie du weißt, herrschen die Eisernen, oder vielmehr ihre religiösen Führer, über die Inseln im Westen Stürms. Anders als in Sanbrek wird Religion dort nicht nur als Werkzeug zur Manipulation der Massen missbraucht. Nein, das Eiserne Königreich verkörpert die kristallene Orthodoxie regelrecht. Wer die Eisernen durchschauen will, muss das erst verstehen. Ah ja. In ihrer Lehre ist die Verehrung der Mutterkristalle ein zentraler Glaubenssatz. Kein Wunder, dass es ihnen missfällt, wenn Ungläubige die Heiligtümer ausbeuten, um mit deren Splittern Wannen zu füllen und Lampen zu entzünden. Äther ist in ihren frommen Augen ein sündhafter Stoff, ja sogar ein Gift. Entsprechend sind Domini für sie Instrumente des Bösen, die sie sich für die rechten Zwecke jedoch auch selbst zunutze machen. Das wissen wir. Vor nun gut 80 Jahren im Norden Stürms ist Drachenauge erloschen. Und die Armeen der nördlichen Gebiete marschierten auf der Suche nach Äther in Richtung Rosaria. Unerbittlich von der Fäule getrieben. Als die Schilde des Phönix ausrückten, um sie abzufangen, sah das Eiserne Königreich seine Chance. Es nutzte die Gunst der Stunde, um seine Krieger nach Drostanus zu entsenden und die Insel mitsamt ihrem Mutterkristall Drachenhauch an sich zu reißen. Über die Jahre sind die Rückeroberungsversuche zum Erliegen gekommen. Zu deinen Lebzeiten hat dort kaum ein rosarischer Soldat mehr Fuß an Land gesetzt. Und nun, da Rosaria von Sanbrek annektiert wurde, haben die Eisernen erst recht nichts mehr zu befürchten. Also bleibt ihnen ihr Sprungbrett zum Festland erhalten, während sie auf den richtigen Zeitpunkt für ihren nächsten Kreuzzug warten. Ah ja. Der Mutterkristall ist für die Eisernen nicht nur von religiöser Bedeutung, sondern auch ihr Tor zum Festland. Daher betrachten sie Drostanus als heiligste Erde. Eines Tages soll die eiserne Flotte von dort aus in See stechen und alle anderen Mutterkristalle erobern oder untergehen. Mein Vater. Da wir vorhaben, sie zu zerstören. Mein Großvater haben beide mit den Eisernen gekämpft. Alles nur wegen Drachenhauch. Tja. Ohne die Geschehnisse am Phönixtor hätten wir die ganze Flotte ausgeschickt. Mhm. Stattdessen schickten sie ihre Flotte gen Rosaria, nahmen die Hauptstadt ein, töteten die Männer und raubten die Frauen. Ja. Einschließlich Jill. Ich denke, niemand könnte dir ein paar Rachegefühle verübeln, Clive. Oh, Rache ist nicht das Motiv. Mein Ziel ist einzig und allein der Mutterkristall. Ja. Aber... trotzdem danke. Hier gibt's nichts mehr zu tun. Mal sehen, ob Jill. An Rache haben wir uns schon genug die Finger verbrannt, denke ich. Als wir herausgefunden hatten, dass wir Ilfried sind. Typischer Adel. Versteckt sich die... Ne? So. Es ist bald vorbei. Ja. Auch immer es enden mag. Hi, Jill. Ich weiß. Bist du soweit?
Das ist ein Albtraum von dir. Aber... Ne? Tja. Ja. Als du sagtest, du musst mit deiner Vergangenheit abschließen, ging es dir nicht um die Zerstörung von Drachenhauch. Oder? Mm-mm. Nein. Ich sprach von Imran. Mhm. Dem Patriarchen der kristallenen Orthodoxie. Er hat mich gezwungen, all diese Gräueltaten zu begehen. Ich werde ihn töten. Okay. Nur so kann ich mein altes Leben wirklich hinter mir lassen. Und endlich... Klar, wir helfen. Blicken. Und es wird mir auch gelingen. Mit dir natürlich. An meiner Seite. Ja klar, natürlich. Wir helfen. So wie ich an deiner Seite bin. Wir zerstören den Mutterkristall gemeinsam. Ja, wir haben ja schon mal einen zerstört. Ja. Machen wir ihn stolz. Ach ja. Dann wollen wir mal. Ach, da ist es. Das kann ganz schön schwierig werden. Aber let's go. Schwierig hat uns ja noch nie aufgehalten. Nö. Fall da bloß nicht rein. Heißt bestimmt nicht umsonst liegende See. Du frierst die Gischt und machst damit Nebel. Hast du dir das selbst beigebracht? Aus der Not wahrscheinlich, Sie ne? Sie haben mich dazu gezwungen. Wenn die eiserne Flotte auf See war, habe ich so ihre Bewegungen verbergen müssen. Ja, jetzt ist es aber ein Talent. Nur ein Kampf. Nein, du lügst. Ja, zeig es. Das könnte die letzte Chance sein, die ich habe. Die letzte Chance, damit abzuschließen. Sie haben nicht so oft verwendet, ha? Sie haben deine Kraft so oft ausgenutzt. In Ordnung. Aber verausgab dich nicht. Ist er. Ah ja. Der Mutterkristall der Eisernen. Mhm. Drachenhauch. Ja. Wie kann man etwas anbeten und gleichzeitig so abstoßen? Naja. Fanatiker halt. Scharfe Klippen und Ätherfluten, nicht zu vergessen. Ja. Diese Insel ist eine natürliche Festung. Mhm. Ich denke, sie wiegen sich hier in Sicherheit. Die Rückseite scheint nach wie vor niemand zu bewachen. Ah ja. Na dann. Das Heiligtum liegt im Vulkan. Mhm. Wenn wir dem alten Pfad folgen, sollten wir zum Hintertor gelangen. Na dann. Gut. Gehen wir. Und wo ist der Typ, an dem du dich rächen willst? Das Ziel? Ich dachte immer, ich würde mal zur Rückeroberung hierher kommen. Die Insel war mal Teil von Rosaria, oder? Ja. Genau, bevor die Eisernen sie in ihre Klauen bekommen haben. So wie mich. Hm. 13 lange Jahre habe ich hier leben müssen. Immerhin kenne ich mich jetzt gut aus. Dieser Weg wurde nach einer Ätherflut stillgelegt. Er wird nicht mehr bewacht. Ah, ja. Die perfekte Abkürzung. Aber das heißt auch, dass hier eventuell Viecher sind. Allesamt akasisch. Die Ätherflut breitet sich aus. So schlimm war es damals noch nicht. Ich fürchte, wir haben keine Wahl. Der Weg führt dadurch. Oh. Ja. Ja.
Kriegen wir doch gut hin. Es ist vorbei. Angriff. Ja. Na gut, wir sind ja auch gut gelevelt, ne? Ist das ein Erdbeben? Die gibt es hier oft. Und das ist ein kleines. Kein Grund zur Sorge. Ah, ja. Na schön. Ja, durch die, Vulkanaktivitäten, ne? Und da das ja auch, ein Aktiver zu sein scheint. Kein Stiller. Haben die hier wohl mit einiges zu kämpfen. Nicht nur mit Erdbeben. Naja. Na, was haben wir denn da? Hier drüben. Ja, das war mir klar. Nein! Meine Güte! Muss das sein? Mischt euch hier doch nicht ein. Na geht doch. Ach Mensch. Das habe ich gebraucht. Das nur, weil ich gerade auf was anderes konzentriert war. Na geht doch. Da vorne ist das Arboretum. Von dort kommen wir in die Höhlen. Ah ja. Ich hätte mal vorher Tränke kaufen sollen, ne? Na, vielleicht kriegen wir noch mal welche auf dem Weg. Vorne scheint ja schon was zu liegen. Ah ja. Ah, das ist doch schön. Nein, falsch. Falsche Taste. Sollten wir da vielleicht auch noch was machen? Hier mit den... Ha. Ja, da haben wir nämlich einiges. Und wir haben beide noch... Was haben wir denn da? Oh, ja. Das andere ist halt auch... Ne? Dass wir da das angezeigt bekommen. Hier mit diesen, ne? Das hier. Ach so. Ah. Was hatte ich hier? Aha. Ha.
Windschlag. Wäre, glaube ich, besser, ne? Oder was haben wir da? Ich weiß doch gar nicht, was wir haben. Krallentanz? Nee, das benutzen wir doch gar nicht. Ha. Oder? Jetzt bin ich verwirrt. Okay, warte. Wir benutzen Orkanrad und Krallentanz. Dann ergibt das gar keinen Sinn, dass ich das hab. Weil wir haben ja das hier drinne. Und ich Porade. Ja gut, dann nehmen wir Dings rein, ne? Erstmal. Dann bringt es wenigstens auch was. Obwohl ich gern was für die Elektrokräfte hätte. Weil die anscheinend eine größere Abklingzeit haben. Als jetzt die anderen. Aber gut. Na? Ach, was ist denn hier passiert? Gelaufen? Alles befallen. Ah ja. War doch klar. Halt. Der Easy-Boss. Ja, natürlich, die kennen wir doch. Akasisch. Für einen Schild von Rosaria kein Problem. Ja, das hatten wir schon mal. Wie in alten Zeiten. Halt dich von seinem Maul fern. Glaub mir, das werde ich. Ach, ekelhaft. Nicht einatmen. Nein, ach Mensch, was machst du denn da? Ja. Angriff! Zu langsam! Den da! Schnapp sie! Hier drüben! Fass! Schnapp sie! Ach Mensch, immer wenn man gerade was drückt, ne? Dann kann ich doch gar nicht Feuerer anwenden. Danke. Ja. Keine Wurzeln? Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Wir drücken!
Das hätte ich mal zu Anfang nehmen sollen, ne? Jetzt müssen wir definitiv wieder aufstocken. Ich weiß nur nicht wo. Aber wenigstens kommt kein, so schnell kein weiterer Bosskampf. Ne? Das dauert wohl noch ein bisschen. Ah ja. Okay. Na, was haben wir da? Die Hitze des Vulkans? Ja. Ganz schön heiß hier. Ach. Wir sind jetzt im Innern des Vulkans. Man gewöhnt sich daran. Ah ja. Obwohl es heißer ist, als ich es in Erinnerung habe. Du bist wohl etwas abgeschwächter. Müssen wir uns diesmal Sorgen machen? Langsam schon. Sie werden stärker. Etwas stimmt nicht. Okay. Naja, vielleicht liegt das am Äther. Ne? Dass das, ja. Damit zusammenhängt, dass der aktiv ist, kann ich mir vorstellen. Mensch, ich wollte doch das da unten erstmal mitnehmen. Ist ja alles liegen? Hier war doch auch noch was. Oder? Haben wir schon mitgenommen. Ne, da liegt noch was. Ich weiß nicht, ob ich auf Torgal verzichten kann. Oder, ne? Darauf, dass er halt von alleine loszieht. Naja. Das wird nicht einfach. Daneben. Tja. Zu langsam. Zu langsam. Ach Mensch, ich wollte doch gerade die Scheißattacken hier machen. Na komm. Ich wollte die Heiltränke, die ich gerade bekommen habe, nicht dafür jetzt schon wieder verwenden, ne? Na geht doch. Und ich glaube auch nicht, dass es hier irgendwo einen Händler gibt. Na gut, Kisten gibt's aber, ne? Trotzdem. Wenn da wenigstens ein Heiltrank drin gewesen wäre. Muss ich hier lang, oder? Ach, da wäre ich wahrscheinlich gar nicht durchgekommen, ne? Oder doch? Doch. Dann gucke ich trotzdem nochmal da oben. Ich meine, wir haben da auch gerade auch schon was gefunden. Natürlich auch Gegner. Wo Items sind, sind auch Gegner.
Schnapp sie! Aber zum Glück nicht mehr so stark wie das wieder unten. Schnapp sie! Schnapp sie! Brauchen wir nicht so lange. Ach Mensch! Verstehen doch mal. Ist ja nervig. Weg, ne? Okay. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ja, danke. Die bringt mir hier gar nichts, ne? Wie geht's denn jetzt weiter? Und hier geht's wieder zurück, oder wie? Jetzt bin ich noch mehr verwirrt. Naja, dann hätte man doch auch zurückgehen können. Also, über den anderen Weg. Naja. Hätte ich wenigstens keine Angst gehabt, dass ich aus Versehen doch den falschen Weg genommen habe. Nee. Also falschen, richtigen, falschen Weg. Mist. Und da müssen wir rüber? Ja. Das sieht nicht gerade ungefährlich aus. Oh, bitte, überanstreng dich nicht, ja? Safety first und so. Geh schnell, bevor es schmilzt. Ja. Ja, das ist sehr heiß. Komm her. Na, da passiert doch gleich was. Also Rückweg ist das schon mal nicht. Na? Ist ja nicht. Rückweg ist das hier schon mal nicht. Wir halten uns nicht auf. Nö. Vielleicht nicht einzeln, aber in so großer Zahl? Na, geht doch. Für irgendwas muss das ja gut sein. Okay. Ja, wie gesagt, die Elektro-Dinger, da hätte ich da lieber ein Dings für. Suchen wir einen anderen Weg. Ach, hätte ich beinahe sowieso was übersehen. Na, kommen wir da lang? Drachenhauch. Es ist nicht mehr weit. Ja, ich muss trotzdem mal kurz. Meine Güte. Nase ist schon wieder am Kribbeln. Ich habe keine geringste Ahnung. Egal, was immer es sein mag, Freunde werden wir nicht. Ah, glaube ich auch. Schnapp sie! Da, Torgal! Da, Torgal!
Ich hätte gedacht, weil es so ein Schleim ist, kommen wir mit Strom weiter, aber... Aber anscheinend ja nicht. Na geht doch. Ah, sehr gut. War schon ein bisschen, ne? Voreilig. Mit dem letzten Angriff. Okay. Bloß nicht reinfallen. Das sieht gar nicht gut aus. Was zum? Ja. Wie war das? Ein Feuerdämon. Die kommen nie aus der Lava. Ah, ja. Ist wohl der Kleine hier, der den Vulkan so zum Kochen gebracht hat. Der Kleine? Der Kleine ist ganz schön big. Das sind so friedliche Geschöpfe. Dann ist der hier wohl die Ausnahme. Ah ja. Könnte das vielleicht mit dem Äther zusammenhängen? Schnapp sie. Zu langsam. Ich hab doch. Ich bin doch auf Ausweichen. Ja, irgendwas wird da wohl ein bisschen, ne? Aggressiv gemacht haben. Ich hätte jetzt auch gern Eisfähigkeiten. Giro. Wir haben natürlich kein Steinhaut-Toniko mehr. Au! Zu langsam. Ich verstehe. Fast. Hier drüben. Fast. Hier drüben. Data. Angriff. Hier drüben. Ach. Hilf mir, Großer. Hier drüben. Ich bin verletzt. Naja, sehr viel bringt das ja nicht, ne? Hier drüben. Fass. Den da. Hier drüben. Schnapp sie. Da, Torgal. Schnapp sie. Oh, ich bin auch auf Dings gegangen, dann noch. Da, Torgal! Zu langsam! Pass! Angriff! Hier drüben! Pass! Angriff!
verdammt. Ja. Ja. Nein, ich hab doch. Ja, danke. Schnapp sie. Hier drüben. Da vorne. Den da. Fass. Hier drüben. Giro. Ja, man lernt nie aus, ne? Könntest du mal bitte? Danke. Bleib doch nicht seiner Ziellinie. Ich bin aus Gebirchen. Oh, danke. Für die Trophäe. Dann verbritzeln wir die doch mal. Ups. Nein, ich wollte die Taste. Au. Das habe ich gebraucht. Ja. Irgendwie schon. Ich wollte Dings drücken und dann drücke ich immer wieder auf Dings. Zu langsam. Ich hab doch Schultertaste gedrückt. Ich hab gerade die Schultertaste gedrückt. Hier, R1. Schultertaste, los. Na los! Mach doch mal endlich hier! Auch für den... Ne? Dass das jetzt gerade ein bisschen over war, aber... Für den Fall, lieber over. nochmal... Ne, wollte ich denen da nicht irgendwie die Chance geben, anzugreifen. Oh, das tut mir voll leid, das Vieh. Wenn das so eigentlich so friedlich ist. Alles gut?
Ja. Danke. Der hat ganz schön laut doch bestimmt gleich. Hoffentlich hat das niemand gehört. Ja. Zu den inneren Kammern geht's da oben. Ah ja. Von dort weiter zum Heiligtum. Ah ja. Ich mache das zu Ende. Ja. Bevor die Hitze mich umbringt. Ja, definitiv. Dann los. Wir schleichen uns durch den Dienstflügel ins Sanktuar. Okay. Dort wird allerdings viel los sein. Dann dürfte es schwierig werden, unentdeckt zu bleiben. Ja. Das stimmt wohl. Aber es gibt dort jemanden, der uns helfen kann. Ah ja. Das ist wahrscheinlich nicht der Typ, den du tot sehen willst. Aber, der Timer hat auch gerade gebimmelt. Deswegen würde ich sagen, speichern wir, wenn es geht. Und beende den Part an der Stelle. Nö? Machen wir beim nächsten Mal weiter. Wir sehen uns dann hoffentlich auch wieder. Bis dann. Bye. In den Chroniken des Moss steht geschrieben, dass Valistea vom Licht der Mutterkristalle gesegnet worden war. Und jenes Licht unsere Ahnen letztlich aus der Dunkelheit führte. Doch sein Strahlen erweckte auch ein Verlangen. Ein Verlangen, das uns stets zurück in den Schatten der Kristalle lockt. Und so begann unsere Reise.